Wie schon so oft schlenderte ich hier den Weg entlang in Luwa. Ich habe immer noch keine Ahnung, wie ich hierher gekommen bin. Ich grübel jeden Tag aufs Neue, wie es möglich ist, dass ich von jetzt auf nun in eine andere Stadt teleportiert wurde. Ich war doch eigentlich dabei, eine Kirche zu bauen. Es ist echt merkwürdig. Ich habe keine Ahnung, wie ich es geschafft habe. Es ist mir echt ein Rätsel. Von jetzt auf nun in eine andere Stadt. Und jetzt ist hier auch noch so ein komischer Friedhof. Was ist das? Dann will ich mal reingucken. Es ist hier wirklich sehr merkwürdig, dass hier auf einmal ein Friedhof ist. Der war die Tage doch noch nicht da. Es geht hier alles so rasend schnell. Ich begreife es nicht. Es ist mir frei. Oh Gott. Oh Gott. Freie Plätze. Freddy. Wer ist Freddy? Wer war Freddy? Ruhe in Frieden. Ah, ich stehe hier auf dem Grab drauf. Nein. Und hier ist auch noch alles frei. Und hier Marcel. Es ist merkwürdig. Ein Friedhof. Mitten in einer Stadt, der zuvor noch nicht da war. Oh, ich weiß es echt nicht. Es ist eine echt merkwürdige Stadt hier. Es ärgert mich immer wieder. Ich kann dir nicht verraten, warum ich hier gelandet bin. Warum? Ich weiß es nicht. Ich bin so geschockt. Ich bin so geschockt, dass ich hier auf einmal auch mit so einem Stadtwächter bin. Es ist unglaublich. Es ist wirklich... Oh, es ärgert mich zu Tode. Ich kann es nicht begreifen und ich will es auch nicht begreifen. Werde ich meine Familie jemals wiedersehen? Werde ich den Flex jemals wiedersehen im Poppyhausen, den Halo, den Thomas? Ich weiß es echt nicht. Ich bin hier in einer anderen Welt. Ich weiß es nicht. Ein anderes Universum? Es ist mir ein Rätsel. Ich möchte nach Hause. Ich möchte einfach nur nach Hause, aber ich weiß nicht wie. Ich weiß echt nicht wie. Ich habe keine Ahnung. Auch die Schafe, die sind hier so merkwürdig. Die verwandeln sich. Es ist eine ganz merkwürdige Atmosphäre hier. Es ist auch keiner zu sehen. Als ob die sich vor mir verstecken. Aber warum sollten sie das tun? Nur weil ich der Neue bin? Es ist wirklich merkwürdig. Ich schließe hier lieber mal die Türen. Hier ist jetzt auch geschlossen. Die Tage war doch hier noch alles offen. Oh, hier ist offen. Dann werde ich wohl hier lang gehen müssen. Eine fremde Truhe. Nein, die fasse ich nicht an. Die lasse ich lieber mal stehen. Dann werde ich doch lieber hier lang laufen. Vielleicht finde ich ja doch jemanden, der mir erklären kann, was hier los ist, was das für eine Stadt ist, wo sie hier ist. Vielleicht habe ich dann auch endlich mal eine Ahnung, wo ich hier bin. Es ist wirklich merkwürdig. Es ist wirklich eine ganz merkwürdige Sache hier. Ich weiß einfach wirklich nicht, wie ich hierher gekommen bin. Ich weiß auch nicht, was ich hier machen soll, was ich hier überhaupt soll, was mein Auftrag ist. Wenn ich jetzt wenigstens einen Hinweis bekommen hätte. Aber nein, ich bin mit einmal hier gelandet und gestrandet. Es ist echt merkwürdig hier, wenn ich jetzt wüsste, wie ich hierher gekommen bin. Es ist hier wirklich keiner zu sehen, der mir irgendwie auch nur annähernd mal irgendwie eine Erklärung bieten kann. Es ist wie verhext. Huch, bin ich hier doch fast gestolpert. Ich weiß es echt nicht. Ich kenne es mir nicht. Es ist mir hier alles so fremd. Ich habe echt keine Ahnung, wo ich hier bin. Es tut mir wirklich leid. Ich möchte nach Hause. Ich möchte einfach nur nach Hause. Die ganzen Tiere hier, die sehen alle so komisch anders aus als bei mir in Poppyhausen. Und hier schießen auch die Hühner mit Eiern. Das ist mir unbegreiflich. Oh, da vorne ist die Frau LP. Da gehe ich mal hin zu der. Vielleicht kann die mir ja doch etwas helfen. Hallo, Frau LP. Wow, haben Sie eine Macke? Frau LP? Können Sie mich denn so erschrecken? Um Himmels Willen. Das tut mir leid, das wollte ich nicht. Uiuiui. Ich bin nur auf der Suche nach meinem Ich, nach meinem Zuhause. Okay. Nach einer Erklärung. Ich weiß einfach nicht, wie ich hierher gekommen bin, was ich hier soll. Ja? Ich hab keine Ahnung.
Können Sie mir vielleicht ein wenig über die Stadt erzählen, wo wir hier sind? Welche Breitengrade? Ich weiß hier wirklich nichts mehr. Ich bin irgendwie völlig von der Socke. Es tut mir echt leid. Ja, über Luwa, nun ja. Da gibt es eigentlich einiges zu erzählen. Aber eigentlich vertraue ich hier niemandem mehr. Vor allem keinen Unbekannten, die neu in der Stadt sind. Aber nun ja, kommen Sie mal mit. Ich erzähle Ihnen einiges. Es ist wirklich ganz merkwürdig hier alles. Es ist ganz, ganz merkwürdig. Ich schließe lieber mal die Tür. Ja, nehmen Sie ruhig Platz. Herr Poppy, kann ich Ihnen frische Wassermelonen aus dem Garten anbieten? Ja, aber gerne. Hier, bedienen Sie sich. Äußerst lecker. Oh, danke schön. Das ist aber lecker. Lassen Sie sich schmecken. Nun ja, was kann ich Ihnen über Luwa erzählen? Als ich herkam, war hier quasi überhaupt nichts. Die Fläche war komplett von der Natur eingenommen. Genauso eine Stelle suchte ich aber für meine Tiere, damit ich ihnen genug Raum bieten kann. Das Einzige, was hier stand, war das große Holzhaus nebenan mit den schönen Blumenkästen, dessen Blumen aber leider nicht mehr nach Leben aussahen. Darin wohnte ein Junge, einer der Letzten. Er erzählte mir, bevor er fortging, dass die meisten längst weg wären. Wieso, wollte er mir nicht erzählen. Ich vermute, die geheimnisvollen Dinge, die hier ab und zu passieren, haben ihm Angst eingejagt. Nach und nach kamen aber dann immer mehr neue Leute her und seitdem wächst das Dorf wieder. Geheimnisvolle Dinge? Ja, Gerüchten zufolge trieb der Geheimnisvolle hier sein Unwesen. Er stellte den Dorfbewohnern Prüfungen, die nur von den Stärksten und Schlausten gemeistert werden konnten. Viele haben dadurch ihre Angehörigen verloren, hieß es. Aber seitdem die alten Bewohner alle weg sind, inklusive dem Jungen aus dem süßen kleinen Haus, ja, seitdem ist hier nichts mehr vorgefallen. Mehr kann ich Ihnen aber auch nicht erzählen. Wo kommen Sie eigentlich her? Ja, Frau LP, ich komme aus Poppyhausen. Poppyhausen ist eine Stadt in Niedersachsen. Das ist so relativ nördlich, wo diese Stadt liegt. Die hat nicht viele Einwohner, aber die hat ein wunderschönes großes Rathaus, hat sie. Und einen tollen Garten und eine selbst bepflanzbare oder selbst erntebare Erntemaschine und einen tollen Bauernhof. Und ich weiß echt nicht, wie ich hierher gekommen bin. Ich kann mich nur noch daran erinnern, wie ich eine Kirche gebaut habe. Und als ich dann irgendwie einen Leuchtestein in die Hand genommen habe, war ich auf einmal hier. Ich habe keine Ahnung, wie, warum, weshalb. Ich weiß es einfach nicht. Ich kann es mir echt nicht erklären. Ich habe schon nach Erklärungen gesucht. Ich habe alles versucht zu rekonstruieren. Es ging einfach nicht. Es ist wie als wenn da irgendwo ein Portal gewesen wäre. Ein Blitz, ein... Ich habe keine Ahnung. Ich kann es Ihnen nicht verraten. Ich weiß es nicht. Ich weiß nur, okay. Mit einmal war ich hier. Mit einem Mal. Ich habe keine Ahnung. Ich muss aber auf jeden Fall irgendwie zurück nach Poppyhausen, weil da ist die ganze Farm. Da sind Familienangehörige, die vermissen mich. Und ich habe keine Ahnung. Ich weiß einfach nicht, wie ich das schaffe. Seit 2 Tagen bin ich jetzt hier in dieser wundervollen Stadt. Sie ist wunderschön, Luwa. Aber ich weiß es nicht. Seit 2 Tagen wohne ich unter Tage und da drüben am See, an dem Gebäude. Und wenn ich mir das so recht überlege, solange wie ich versuche, einen Weg zu finden, nach Poppyhausen zurückzukommen, rauszufinden, wo ich hier überhaupt erstmal bin, würde ich dann doch, glaube ich, das Grundstück in Anspruch nehmen, da unten am See. Ja, machen Sie das gerne, aber eins sollten Sie wissen, hier ist jeder sich selber überlassen, weswegen niemand was zu bestimmen hat. Machen Sie sich also einfach bereit. Bürgermeister oder sonstiges gibt es hier nicht, obwohl es endlich mal notwendig wäre. Haben Sie genug zu essen? Es gibt keinen Bürgermeister hier. Nein. Eine Leider Stadt nicht. Ohne Bürgermeister? Okay. Ja, Essen. Essen habe ich 12 gebratene Hähnchen. Die habe ich hier auf dem Wege gefunden, die Hähnchen. Die habe ich mir an einem Lagerfeuer am Wegesrand gebraten. Ja, aber kommen ich fürchte, Sie einfach mal mit. Ich könnte Ihnen noch etwas geben, weil damit würden Sie dann ein bisschen über die Runden kommen. Essen Sie lieber nichts Unbekanntes auf dem Wald, weil ganz ernsthaft, vor allen Dingen auch nachts, Wölfe, Creeper und böse Hexen treiben hier ihr Unwesen. Kommen Sie einfach mal mit. Ich gebe Ihnen noch etwas auf Vorrat. Ich folge Ihnen gerne, Frau LP. Aber LP, Ihr Name kommt mir sehr bekannt vor, Frau LP. Sind Sie verheiratet? Ja, bin ich. Aber mein Mann lebt woanders. Ich bin alleine hergekommen. Bei mir ist schon mal ein Herr LP über den Weg gelaufen. Das kann sein. Kannter Mann. Ich weiß nur noch nicht wo. Aber Ihr Name kommt mir sehr bekannt vor.
Das kann ich mir vorstellen. So. Ja. Hier ist ihr Fleisch und ich möchte Sie jetzt bitten, sofort mein Haus zu verlassen, denn ich habe noch so viel zu tun. Auf dem Hof macht sich die Arbeit schließlich nicht von alleine. Ja, klar. Ich begleite Sie noch zur Tür. Ich möchte jetzt auch nicht weiter stören. Danke. Danke, ja. Ja. Ich wünsche dann noch einen schönen Tag. Danke, den wünsche ich Ihnen auch. Tschüss. Tschüss. Es ist merkwürdig hier. Es ist unbegreiflich. Hier sind echt merkwürdige Leute hier in dieser... Ich mache lieber mal die Tür zu. Ich bekomme hier echt... Weiß ich nicht. Es ist... Also die waren ja anfangs noch wirklich nett gewesen. Gerade als sie mir auch die Stadt schon mal gezeigt haben. Aber jetzt mit einmal... Es ist, wird hier immer merkwürdiger. Ich habe keine Ahnung. Also es ist... ich weiß es nicht. Ich weiß es echt nicht. Es ist mir wirklich... wenn ich das nur wüsste. Dabei war sie doch so nett und hilfsbereit. Jetzt geht sie mit der Axt in den Stall. Komische Leute hier. War das eine Axt oder was hat sie in der Hand gehalten? Ich habe keine Ahnung. Sehr merkwürdig jedenfalls. Sie ist im Stall verschwunden. Ich gehe jetzt. Ah!